06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Yannick Borgmann, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, diesen Tag kannst du dir ganz, ganz, ganz weit irgendwo im Gedächtnis einbrennen. Ja, Last-Minute-Tor ist immer geil, wenn man es selber schießt, umso besser. Und wir haben es heute lange versucht und dann hat es in der letzten Minute, zweitletzten Minute dann geklappt. Und ja, unglaublich. Ich kann es nicht beschreiben. Ne. Kann man das irgendwie in Worte fassen, was dann in diesen 90 Sekunden und auch nach Schlusspfiff in einem vorgeht? Erstmal purer Stolz. Ich glaube, ich kann es jetzt noch gar nicht richtig fassen, sagen wir es mal. Ich bin einfach nur sehr glücklich, dass wir es dann doch noch in unsere Richtung gebogen haben. Es war nicht einfach. Wir haben viele Chancen liegen lassen, haben aber immer wieder Druck gehabt, Geduld gehabt und dann im Endeffekt dann, glaube ich, hoch verdient gewonnen. Ja, man muss es ja sagen, eigentlich kam heute nur eine Mannschaft in Frage, um überhaupt diese drei Punkte mitzunehmen. Das wart ihr. Ja, in der ersten Halbzeit kriegen wir so ein Eiertor nach der Ecke, wo fünfmal abgefälscht ist und dann vom Schienbein irgendwo an dem Pfosten ins Tor geht. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon Chancen, waren aber ab und zu noch zu ungenau im letzten Ball und jetzt ging Ende heraus. In der zweiten Halbzeit haben wir da gute Flanken gespielt, hatten gute Chancen nach Standards, aber haben dann nie das Tor richtig getroffen und jetzt hat es dann am Ende doch geklappt und ja, 2-1, Sieg, drei Punkte, nehmen wir mit. Und ein ganz klein bisschen Überzeugungsarbeit brauchte dann, damit man dich auf den Zaun bekommt. Ja, ich bin es nicht so gewohnt irgendwie, ich lasse mich nicht so gerne feiern, ich bin da immer ein bisschen demütig, aber ich glaube, heute muss das mal sein, wenn man dann 90. Minute das Tor schießt, dann darf man, glaube ich, mal auf den Zaun gehen. Tom Dieters, herzlichen Glückwunsch zu den ersten drei Punkten, herzlichen Glückwunsch zum ersten Tor. Wie war es heute für dich? Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eigentlich sind wir gut ins Spiel gekommen, auch direkt Zweikämpfe gut angenommen. Und dann kriegen wir so ein Kacktor nach der Ecke. Konnten dann zum Glück mit dem 1-1 in die Pause gehen. Und ich glaube, was wir dann zweite Halbzeit abgeliefert haben hier zu Hause, auch mit den Fans im Rücken, fand ich schon sehr beeindruckend. So. Also es war schon sehr, sehr, hat Spaß gemacht, auch dann nachher von der Bank zuzuschauen auch. Auch eine große Qualität, auch wenn man natürlich selber lieber mit anpackt. Aber wie groß war dann der Jubel auch auf der Bank? Ihr seid, glaube ich, alle rübergestürmt, oder? Ja, du hast die Frage quasi schon beantwortet. Ich glaube, wenn man die Reaktion von den Leuten auf der Bank sieht, wir sind alle mit hin. Einmal quer über den Platz. Der Scherder wird vorher verletzt ausgewechselt. Der hat auf einmal auch irgendwie Wunderheilung gefühlt. Aber da sind dann einfach die Emotionen einfach, die brechen dann aus einem raus. Dann muss man da hin und mit den Jungs jubeln und auch mit den Fans, die auf den Zaun standen. Das war schon absolut Gänsehaut. Kann so ein Push einen jetzt auch durch die nächsten Tage und Wochen tragen? Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, für uns alle war es auch wichtig, auf jeden Fall mit einem Sieg zu starten. Ich glaube, wenn man auch dieses Spiel sieht, hätten wir uns alle ein bisschen geärgert, wenn es wirklich unentschieden ausgegangen wäre. Und das ist einfach, ja, auch dass wir dran selber, ich glaube, der Trainer sagt es auch, dass wie viele Spiele letzte Saison schon auch in den letzten Minuten entschieden wurden. Und das ist auch für uns, dass wir bis zum Ende immer Gas geben müssen und bis zum Ende uns auch belohnen können dann, ne? Simon Scherder, du konntest die Schlusssekunden eigentlich nur noch von außen verfolgen. Beim Torjubel warst du dann aber doch in der ganz anderen Stadionecke zu finden. Ich glaube, das sagt eigentlich schon, was in den Augenblicken los war. Ja, natürlich pure Freude. Hat man, glaube ich, bei allen gesehen, bei allen in der Mannschaft, im Stadion, im Staff, keine Ahnung, alle sind völlig durchgedreht. Da macht der Baumi auch noch das Tor, so, das hat dann nochmal so eine extra Würze bei so einem entscheidenden Spiel, wo er in der 90. das Tor macht, mit rechts auch noch. Also da passt eigentlich alles nicht zusammen, um ein Tor zu schießen. Aber jetzt im Endeffekt war es, glaube ich, dann einfach verdienter Sieg. Ich glaube, zweite Halbzeit waren wir so dominant. Ich glaube, gefühlt 25-0 Torchancen in der zweiten Halbzeit, also völlig überlegen gewesen. Und wenn wir da nur mit einem Punkt am Ende rausgehen, dann ja, beißen wir uns alle in den Arsch. Und so haben wir dann ja nochmal ein glückliches Ende gefunden. Ist aber wieder genau das, was diese Mannschaft ja auch im letzten Jahr schon ausgezeichnet hat. Fight bis zur allerletzten Sekunde. Ja, du musst das auch machen. Der Trainer sagt es immer wieder, ist erst zu Ende, wenn es vorbei ist. So. Und das ist so, bei so einem Spiel gegen so einen Gegner, der ja, durch ein Kuddelmuddeltor in einer Ecke da 1-0 in Führung geht, danach keine Torchance mehr hat und dann halt 80 Minuten oder 70 Minuten noch den Bus vor dem Tor parkt. So, und dann ist es halt schwer und dann hast du trotzdem zahlreiche Chancen gehabt und ja, musst dann halt zwingend die Dinger machen. Und da haben wir viele vergeben, glaube ich, im Laufe des Spiels. Aber wir müssen halt bis zum Ende dranbleiben und heute hat sich viel ausgezahlt. Umso schöner, dass man diese Momente nach Spielschluss oder auch währenddessen mit Fans teilen kann. Ja, also ich glaube, war ähnlich wie am letzten Sonntag beim Tor. Alle völlig durchgedreht und das muss man einfach sagen, macht halt immer Fußball aus, weil wenn wir das Tor machen und es ist keiner im Stadion, ja, dann freuen wir uns auch, aber ja, diese extra Emotion, die da freigesetzt wird, die fehlt halt und deswegen ist es so einfach geil, dass die Leute wieder da sind. Sascha Hildmann, wir können diese Serie, glaube ich, gefühlt unendlich fortführen. Die grauen Haare, die Nerven. Du kriegst es nicht aus der Mannschaft raus. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, was wir für einen Aufwand betrieben haben heute in diesem Spiel. Gerade die zweite Hälfte. Ein Powerplay, immer nur alles auf ein Tor. Natürlich immer auch in Gefahr laufen, mit einem Konter zu bekommen.
trotzdem haben wir alles riskiert, so viele Torchancen gehabt. Aber mein Lieblingsspruch, es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist, hat sich heute schon wieder bewahrheitet. Und man muss immer dran glauben und dann, dass wir dann das 2:1 schießen, ist absolut verdient. Ich glaube, da müssen wir gar nicht diskutieren. Und dass es eben so spannend ist, ist für die Zuschauer super, für den Trainer nicht so super. Du hast gesagt, du wünschst dir lieber knappe Ergebnisse. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich gesagt, weil ich ein Junkie bin, richtig. Wenn man dann auch sieht, wie so ein Stadion dann aus der Decke geht, dann entschädigt das für alles. Aber war es heute einfach dann vielleicht das Preußenherz der Mannschaft, auch das, das Spiel entschieden hat? Ganz klar, ich glaube, jeder, der die Mannschaft jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, was sie für eine Mentalität an den Tag legt, niemals aufgeht, jeden Ball hinterherjagt und einfach nicht aufgibt. Und das belohnen dann auch die Zuschauer, die sind sensibel genug hier, die sehen das. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es auch heute mit dem Sieg, wenn es spät, geklappt hat.